Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Ich darf euch alle auch ganz herzlich begrüßen hier im Kaisersaal in Heiligenkreuz zu den Exerzitien, lass Christus herrschen inmitten deiner Feinde und Probleme, den ganzen Schwierigkeiten, die wir haben. Ein schöner Kurs, der viel uns schenken wird. Jetzt dürfen wir im ersten Vortrag mal hineinschauen, was uns trennt von all dem, dass Christus herrschen kann in unserem ganzen Leben. Das sind so verborgene Festsetzungen, Lügen, Festsetzungen, Fixierungen, Blockaden, Lähmungen, Schwüre, die einfach sich so eingegraben, eingespeichert haben auf der Festplatte unseres Herzens, wo die Probleme, Schwierigkeiten sind, wo ich dann immer weiter hineinkomme und es einfach nicht schaffe. Oftmals ist es so, dass wir jetzt in der langen Erfahrung, die wir in den Seelsorgen auch haben durften, manchmal können wir so Seelsorge machen und die Leute hängen irgendwo. Zum Beispiel, dass ihr es ein bisschen versteht, dass man sagt, Gott liebt dich mit ewiger Liebe, oder? Wie es im Alten Testament steht, Gott liebt dich mit ewiger Liebe, du bist ein Liebesgedanke Gottes. Und er ist der dich wirklich gewollt hat, geliebt hat, mit ewiger Liebe, aber die Leute sind traurig. Und man kann das sagen und es kommt nicht in sie hinein. Und warum bleiben sie traurig? Warum bleiben sie depressiv? Warum bleiben sie in der Weise in einem Zustand, in einem Modus, wo sie nicht das annehmen, was Gott ihnen im Grunde durch das Wort Gottes zusagt? Und da haben wir festgestellt, dass viele Worte, Aussprüche, Festsetzungen, Fixierungen, wie zum Beispiel, wenn es im Leben zu ihnen oft gesagt wurde schon, vielleicht in der Ablehnung im Mutterschoß, dann in der Mobbingsgeschichte immer im Kindergarten, in der Schule, dann vielleicht in der Ehe, wo gesagt wurde, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts, du bist nichts wert, du bist der im Grunde eigentlich so ein Fehlkonstrukt in dieser Erde bist. Und dann glauben sie diesen Lügen mehr wie der Wahrheit von Gott. Und das beherrscht sie. Und wir sind da alle im Grunde irgendwo in unserem Umfeld und da kommen manchmal so falsche Dinge, die sich eingraben können in dich, im Umgang. Vielleicht sind die Eltern auch verwundet und verletzt und haben dich dann wieder verletzt und haben solche Dinge zu dir gesagt oder das ganze Umfeld und es gräbt sich ein, das bekommst du nicht weg. Und das ist das Problem, da dürfen wir jetzt mal hingehen, dass wir aufspüren, wo etwas verborgen sein kann. Sonst beherrscht dich das, was du abgespeichert hast auf deiner Festplatte deines Herzens. Und versteht ihr, wenn wir eine Lüge da drin haben, haben wir etwas in uns, was nicht von Gott kommt, oder? Das ist dann etwas vom Vater der Lüge. Wollen wir etwas vom Vater der Lüge in uns haben? Ist doch schlecht, oder? Viele werden dann auch angegriffen, weil sie etwas vom Vater der Lüge, was gar nicht der Wahrheit entspricht. Und da muss dann Gott hineinkommen in dich, dass er dir zuspricht, dass er dich anders sieht, wie die anderen dich gesehen haben, vielleicht im ganzen Umfeld, von den Eltern, über allen, die du kennengelernt hast, oder was weiß ich, egal wo, in der Ausbildung, in der Schule, im Kindergarten. Und dann haben sie immer wieder das gemacht und du bist in eine Mobbingsgeschichte hineingekommen und da hat sich was festgesetzt, fixiert, blockiert, wo im Grunde Gott nicht mit einverstanden ist. Und da musst du diese Lüge entlarven und dich hineinführen lassen, wie Gott dich sieht. Das Entscheidende ist, wie Gott dich sieht. Und die Wahrheit, wie Gott dich sieht, macht dich frei. Und die Wahrheit muss die Lüge entlarven, die in uns ist. Und dich freisetzen. Damit du in der Freiheit der Kinder Gottes herrschen kannst mit Christus. Das ist ganz entscheidend. Das ist jetzt etwas ganz, ganz Inniges. Da sind wir auf der Spur,
dass wir die Indizien, all das, das wisst ihr ja selbst in eurem Leben, dass wir das aufspüren, was das sein kann. Und das ist sehr, sehr wichtig. Da gehen wir ins Nächste dann. Muss ich mal da schalten. Das Nächste. Es geht irgendwas nicht. Genau. Aber es müsste eigentlich von hier gehen. Ja, jetzt geht's dann. Super. Vielen Dank. Also was für Botschaften der Entwertung und Ablehnung trage ich in mir? Und jetzt dürft ihr alle mitschreiben, weil mit diesen Blättern geht ihr dann in die Seelsorge, auch in die Segensdienste und in die Beichte hinein. Und dann geht es sehr schnell. Ihr könnt das einfach runterlesen, schreibt es auf, um dass wir es in der Seelsorge auch einfacher haben. All die Priester, es kommen glaube ich noch Schwestern, wo dann ein bisschen mithelfen, wo Segensdienste sein, das tut dann der Pater Franziskus noch sagen, dass wir da ein bisschen hineingehen und ihr das aufschreibt. Was euch hochkommt, der Heilige Geist möge es euch sagen, wo die Knackpunkte in deinem Leben sind. Und wo irgendwas verborgen ist in dir, was Gott nicht gefällt, weil er will dich schön machen. Er will dich schön machen. Er duldet keine Lüge, er duldet keine Festsetzung, Fixierung, Programmierungen, keine Traumata, Schockzustände oder sonst irgendwas in dir. Er duldet es nicht, er will dich schön haben. Er ist gekommen, dass du ein Leben hast und es in Fülle hast. Ja? Und viele Christen sind traurig, weil vieles noch nicht aufgearbeitet ist. Und da sehen wir wieder, immer wieder in den ganzen Kursen, die wir haben dürfen, wie Menschen dann herauskommen und wo sie diese Lüge, die in ihnen ist, einfach wegbringen und auf einmal kommt eine echte Befreiung. Da können wir zum Beispiel, wenn du die Lüge nicht loslässt da drinnen, dass du zum Beispiel sagst, ich bin hässlich, ich bin nicht wert, ich bin unwürdig und ich bin nicht liebenswürdig. Wenn du da dran festhältst, da können wir Seelsorge machen ganze Nächte hindurch, da geschieht nichts. Das haben manchmal Jugendliche, oder? Da sagen die einen, ja, du hast eine schlechte Figur, du hast schlechte Beine, aber hast du das schon erlebt, dann haben sie sich zu Tode gehungert, versteht ihr? Haben die Freundin gesagt, du hast dicke Beine, dann hat sie sich so zu Tode gehungert und hat einen Schwur gesetzt und ich zeige es euch alle, dass ich auch eine gute Figur habe. Dann ist sie in die Magersucht abgerutscht. Aber dann musste ich den Schwur brechen, den sie sich selbst gesetzt hat. Ich zeige es euch aus dem Hass heraus und dann ist sie rausgekommen aus der Magersucht. Und durch diesen Schwur zum Beispiel ist es so, dass dann auf einmal das Böse auch mitmischen kann in dem Leben. Und geht es so weit, dass dann so viele Depressionen und Angstzustände und alles Mögliche kommen, was richtig problematisch ist. Jetzt gehen wir mal hinein in den Bereich, was für Botschaften der Entwertung und Ablehnung trage ich in mir. Das Erste ist immer das, wo es beginnt. Und zwar, wo ihr im Mutterschoß seid und Mama und Papa wissen, jetzt ist ein Kind entstanden und ich bin schwanger. Wie ist es? Ist es unehelich? Oder hat man dich versteckt? Das wissen manche. Dann bist du nicht wert. Die verstecken sich ständig. Wenn man jetzt unehelich zum Beispiel auf die jetzt gezeugt wurde und dann die Mama, wenn du älter bist, dann das verstecken musste. Das war irgendwie eine Schande. Und oftmals kommt es bei den Kindern dann so heraus, dass die Botschaft in ihnen ist, ich bin nicht wert. Mich muss man verstecken. Ja? Diese Botschaften können drin sein in dir. Und das darfst du wirklich aufschreiben, diese Entwertung.
Ja? Wenn man diesen Moment nicht angenommen hat und sagt Ja dazu, egal wie es passiert, das kann auch mal passieren, dass unehelich ist. Und wenn dann Mama und Papa trotzdem Ja sagt, dann kommt der Segen auf das Kind und es ist immer wieder durch die Sakramente wieder gut zu machen. Sehr, sehr wichtig. Der Moment, wo du da bist, weil Gott hat dich mit ewiger Liebe geliebt, hat er unsterbliche Seele erschaffen, die an dir eine Ewigkeit gedacht hat, deswegen das, was er in sich trägt, liebt er und schenkt es. Selbst sogar, wenn es unehelich geschieht, er gibt es trotzdem. Habt ihr mal drüber nachgedacht? Er gibt trotzdem Kinder. Warum macht er das eigentlich? Warum macht er das eigentlich? Er könnte ja sagen, das, was in der Sünde da jetzt gezeugt wird, da gebe ich keine unsterbliche Seele. Warum macht er es trotzdem? Das ist eine gute Frage. Er könnte dann sagen, nur bei denen, wo es ganz top ist, versteht ihr, wo alles stimmt, die sind verheiratet, gehen in die Kirche, gehen regelmäßig beichten, die das Wort Gottes miteinander lesen und erziehen richtig, warum schenkt er sie trotzdem? Das ist gar nicht so einfach, das zu beantworten. Aber das ist eine Gesetzmäßigkeit, wenn Mann und Frau zusammenkommt und diese Eizelle sich eben verbindet, dann mit dem Samen mit der Eizelle verbindet, dann schenkt Gott. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die er selbst getan hat und in die Natur hineingelegt hat. Und dann schenkt er. Dann kommt es natürlich raus, ob ich in der Disposition bin, dass ich das will. Ob vielleicht will ich nur Sex, Begierde und Leidenschaften. Und auf einmal ist ein Unfall. Sollten wir so miteinander dann umgehen und zusammenkommen mit, als Mann und Frau, ist doch eigentlich schlecht, oder? Siehst du, deswegen sagt die Kirche auch, das ist dann die Lehre, das Kind hat es verdient, dass zuerst das Ja-Wort da ist, von Mann und Frau, und dass die Kinder kommen dürfen. Und dann die Kinder in diesem Ja-Wort von Mann und Frau aufwachsen. Dann gibt es Probleme. Aber Gott schenkt es trotzdem. Er hält sich an diese Gesetzmäßigkeit. Wenn Mann und Frau zusammenkommen, schafft er. Selbst bei Vergewaltigung geschieht das. Schenkt er oft einmal. Ich kenne auch Leute, die so aus der Vergewaltigung kommen. Sind tolle Menschen. Gott sei Dank hat die Mamas nicht abgetrieben. Und die haben so viele Talente von Gott bekommen. Sind gläubig geworden. Und Gott hat das Böse, was geschehen ist, mit Gutem beantwortet, wenn ich diese Menschen anschaue. Und da wäre es elend schade, wenn dieser Mensch nicht da wäre, wenn er abgetrieben worden wäre. Dann ist es immer noch ein guter Gott, weil er beantwortet das Böse mit Gutem. Er ist größer wie unsere Sünde, versteht ihr? Sehr, sehr wichtig. Sonst haben wir unterschwellig einen Vorwurf gegen Gott. Wo machst du das? Aber alles, was Gott macht, das ist gut. Weil er beantwortet auch, wie, ihr seht es hier am Kreuz, so imposant hier im Kaisersaal, seht ihr, er hat das Böse, was ihm angetan wurde, er hat es zugelassen. Hat er mit Gutem beantworten, hat die ganze Erlösung daraus gemacht. Und so ist er immer unterwegs, unser Gott. Auch bei dem, wenn so mal Kinder entstehen können, versteht ihr? Also wichtig, dass wir so empfangen werden in Liebe von Gott, dass das Kind mitbekommt, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin wunderbar erschaffen, einzigartig, eine unsterbliche Seele. Und die jetzt heranwächst im Schoß. Habt ihr eigentlich mal drüber nachgedacht? Ihr Frauen, warum empfängt ihr im Schoß? Warum empfängt ihr im Schoß? Da ist ein kleines Kind. Warum empfangst du im Schoß das Kind? Wie steht es in der Heiligen Schrift? Der einzig Geborene, der im
Schoß des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Alle sind im Schoß, im Mutterschoß Gottes, in der Barmherzigkeit Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Somit hat er die Frau nach seinem Bild erschaffen, das heißt eigentlich Ish und Isha, Mann und Männin. Und das, was er selbst im Schoß trägt, alle seine Kinder, liebevoll, so hat er die Frau gemacht auch, meine Liebe. Ganz personal, intuitiv, so liebevoll auf das Kind hingerichtet. Es könnte kein Mann schaffen, was die Frauen also alles mitmachen, bis die Kinder rausgewachsen sind, wie sie das aushalten, versteht ihr? Das, er hat euch so gemacht, aber weil er selbst diese Liebe zu jedem Kind hat, dass er selbst im Schoß trägt als Liebesgedanke. Und so hat er die Frau gemacht. Und der Mann so, dass er dieses Geheimnis beschützt, als Haupt der Familie. Aber die Frau ist die Empfangende. Und die Zärtlichkeit Gottes zu seinen Kindern drückt auch die Frau aus. Das macht die Frau, oder? Wie zärtlich, dass sie mit den Kindern umgehen kann. Weil er hat ja uns erschaffen nach seinem Bild und Gleichnis, wie zärtlich, dass er mit uns umgeht. Und wie sehr, dass er um uns kämpft und keines der Kinder verloren gehen lassen will. Deswegen trägst auch du als Frau die Kinder im Schoß, dass du das nachvollziehen kannst, wie Gott uns alle im Schoß trägt und uns liebt und mit seiner Barmherzigkeit uns wieder zurückholen will. Da, wo wir jetzt verloren gegangen sind, deswegen sagt er auch zu Jesus und spricht durch Jesus, Vater, lass sie eins sein, wie du mit mir eins bist, ich in ihnen und du in mir. Er will sie wieder zurückholen, in sich, wo wir alle herkommen. Und du darfst es auch mal verspüren als Frau, dass du die Kinder in dir trägst. Es ist von Gott geschenkt und es ist mein Kind. Aber auch das Kind Gottes. Und es darf in dir aufwachsen. Das ist eine ganz tiefe Theologie, versteht ihr? Das könnt ihr euch ja vorstellen, dass jeder Abtreibung Gott voll ins Herz trifft, wenn wir diese Kinder nicht annehmen. Das könnt ihr euch vorstellen, oder? Das ist so gewaltig wie eine Eruption, die man sich nicht vorstellen kann. Genau, gehen wir. Das ist der wichtigste Moment, dass du da in dieser Liebe von Mama und Papa aufwächst. Da kann es viele, viele Verwundungen geben. Zum Beispiel können da die Botschaften drin sein, du bist nicht liebenswert. Wenn du nicht geliebt wurdest, wenn du nicht angenommen wurdest, wenn ein Nein drauf ist zum Beispiel, dann schreit das Kind, wo ich es erlebt habe, auch mal, habe es gehört, dass zum Beispiel wirklich gläubige Eltern, aber die haben ein Haus gebaut, er hat dann die Arbeitsstelle verloren, haben sie beide nachgedacht, das Kind abzutreiben. Und sie sind so gekommen natürlich in die Seelsorge irgendwo und das Kind hat geschrien und hat nicht aufgehört. Und ihr wisst, was die Frauen mitmachen und die Männer mitmachen, wenn ein Kind Tag und Nacht schreit, hört nicht auf. Da kam immer wieder das Erkenntniswort in den Gesprächen, Abtreibung. Aber das war eine gläubige Familie, die sind jeden Sonntag in die Kirche, das kann ja gar nicht sein, dass sie abtreiben. Die wollten doch das Kind. Und dann hat man es doch mal ausgesprochen, könnte es sein, ich bekomme ständig das Wort Abtreibung. Ja. Eben, wir haben ein Haus gebaut, mein Mann hat die Arbeitsstelle verloren. Und dann sind wir in größter Not gewesen. Und dann haben wir beide darüber nachgedacht, das Kind abzutreiben. Wisst ihr, was dann das Kind macht? Er schreit. Es kann ja nicht sagen, ich melde mich und hat schon eine Sprache. Sondern es schreit, warum lässt er mich nicht leben? Ich will leben. Ich bin ein Geschenk für die ganze Menschheit. Warum wollt ihr mich nicht? Und dann schreit das Kind diesen ganzen Schmerz heraus und schreit und ist ein Schreikind. Oft einmal kommt es davon.
Ihr müsst es mit der Liebe verstehen. Und dann geht es so, dass dann, wenn da kurz gebetet wird, bei den Kindern geht es ganz, ganz schnell, dann ist das abgetrennt worden, die Heilung hineingebetet, am besten durch den Mutterschoß Mariens, dass die Liebe, die sie nicht, das Kind nicht bekommen hat von Mama und Papa, durch die Liebe Gottes und die Liebe Mariens ersetzt wird. Und dann hat das Kind geschlafen jede Nacht. Aber man kann es gut verstehen. Wenn du die Liebe nicht bekommst, dann schreist du. Da bist du verloren in dieser Welt. Haben wir ja auch ausprobiert, meine Lieben. Zum Beispiel im Mittelalter war das, glaube ich, ein Versuch. Da haben wir zwei verschiedene Kindergruppen gehabt. Die eine bestmöglichst medizinisch versorgt und die anderen aber keine Zuwendung. Und die anderen ganz viel Zuwendung und eher schlampig und unsauber in der Weise versorgt. Wisst ihr was? Die Kinder, die bestmedizinisch versorgt wurden und keine Zuwendung bekommen haben, sind der Reihe nach gestorben. Und jene Kinder sind pudelwohl gewesen und die sind gesund gewesen, im Grunde in der Gruppe, wo sie so viel Zuwendung und Liebe bekommen haben, aber nicht so sauber mit umgegangen wurde. Sie sind einfach voll gesund gewesen, weil die Liebe sie nährt. Wenn du die Liebe nicht bekommst, gibt es Störungen. Und das kann manchmal sehr, sehr tief drin sein. Ne? Im Menschen. Dann können diese Botschaften, ich bin nicht liebenswert, du bekommst es nicht los. Dann bring es hin, dass wir es Jesus geben. Oder dich kann man zu nichts gebrauchen. So Aussprüche. Wenn man sie immer gehört hat, geh weg, dich kann man zu nichts gebrauchen. Furchtbar. Oder du bist im Weg, du bist gekommen zu einem Zeitpunkt, wo man dich nicht erwartet hat und du bist im Weg. Unseren Vorstellungen, wir haben eigentlich gedacht, dass wir noch viele, viele Urlaube haben und viele Jahre noch irgendwie ein Leben führen können, dass das schön ist, dass wir arbeiten und dann dreimal in der Weise in Urlaub gehen können. Das war unsere Vorstellung. Dann bist du dazwischen gekommen und du bist im Weg. Ja? Das bekommst du nicht weg. Ich bin ja immer im Weg. Du bist nie ganz im Leben. Du bist dann eher dem Tod näher. Manchmal sagen die Leute das. Du bist dem Tod näher wie dem Leben. Weil diese Botschaft hineingekommen ist oder vielleicht die Eltern gesündigt haben und es nicht angenommen haben. Ich habe es mal erlebt auch. Ich erzähle es immer wieder, das war so eindrücklich, könnt ihr euch nicht vorstellen, wo es so war, dass dann in einem Gespräch rausgekommen ist, dass die Mama es abtreiben wollte und der Papa hat auch gesagt, ich will es nicht. Dann hat es die Mama probiert, es ist aber nicht weggegangen. Es war todtraurig, es war eine Frau mit etwa 21. Und dann sagte ich, willst du jetzt deinen Eltern vergeben, segnest du sie? Und sie hat es wirklich getan. Und da liegt ein großer Segen drauf. Sogar so weit, dass man sagt, willst du auch für sie um Vergebung bitten, was sie an dir getan haben, dass Gott ihnen vergibt, wie du jetzt diese Heilung erfahren kannst. Willst du sie segnen und für sie sogar stellvertretend um Vergebung bitten, wie auch Gott für uns am Kreuz stellvertretend um Vergebung gebeten hat? Willst du es tun? Willst du sie segnen, dass Gott sie retten kann, weil sie an dir so gesündigt haben und dich so verwundet haben? Und sie sagte, ja, ich will es. Und sie hat nachgebetet und hat wirklich die Eltern gesegnet. Und dann sagte ich auch, und jetzt geht dieser Fluch der Ablehnung von dir weg. Im Grunde, du darfst nicht sein, du bist im Weg. Du bist eher des Todes. Jetzt geht der Fluch weg und er wird gewandelt am Kreuz und geht zu deinen Eltern in Segen zurück. Das heißt ja, segne die, die dich verfluchen. Und eine Ablehnung ist ein Fluch. Es gibt nichts Schlimmeres, einfach abgelehnt zu werden und nicht zu sein.
Also den Tod dir zu wünschen, wenn das Eltern machen. Und das Schlimmste ist, die schlimmsten Flüche habe ich immer wieder von auch Priestern gehört, die ganz gut in der Arbeit sind. Also wo ich da 2 Jahre in Hochaltingen gearbeitet habe, der Pater Burb hat gesagt, die schlimmsten Flüche sind von Bischöfen, Priestern, Diakonen und von den Eltern auf die eigenen Kinder. Und dann betete ich das, jetzt geht der Fluch zu den Eltern, du hast jetzt gesegnet. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen, was dann passiert ist. Aus diesem Gesicht, das so traurig war, ist ein neues Gesicht herausgewachsen wie eine Auferstehung. Und der Fluch ist weggegangen, der hat nach Luft geschnappt im Grunde. Was machen Sie, was machen Sie? Sagt, lass es zu, die Tränen sind weg. Und eine Freude kam in dieses Gesicht. Was machen Sie? Lass es zu, Jesus wirkt an dir. Er nimmt jetzt den Fluch weg. Und genau das lag auf diesem jungen Menschen drauf. Und es muss einfach weg. Und dann kommst du ins Leben, in die Fülle hinein. Sonst vegetierst du einfach so vor dich hin und das ist eben nicht gut. Genau das. Aber das Wichtige war, meine Lieben, dass diese junge Frau so weit gegangen ist in ihrer Liebe, in der Nachfolge Jesu Christi. Vergebt einander, wie ich auch euch vergeben habe. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und auch die Eltern können eine große Schuld haben, wenn es dann so geht. Aber was dann Gott bereit ist zu tun, wenn du vor deinen Augen diese Wunder siehst, wie Gott das macht und ein Mensch, der nicht mehr lachen konnte, lachend weggeht, freudig weggeht und endlich ins Leben kommt, und sich annehmen kann und nicht mehr diese Botschaften in sich trägt. Du darfst nicht sein, weg mit dir. Du bist des Todes näher wie des Lebens. Ich habe keine Daseinsberechtigung. Genau das sind die Botschaften im Extremfall. Ich habe noch ein paar aufgeschrieben. Also du bist nicht wert, ich zähle nichts, du taugst nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Ich wünschte, du wärst nie geboren. Manchmal kommen Leute auch so zu uns, wo das geschehen ist, du wärst nie geboren. Das ist genau die Botschaft, die ist innen drin. Die Mama hat das irgendwann mal ausgesagt. Eigentlich dürftest du gar nicht sein. Das wäre ja schlimm, oder, für dich? Wenn Mama, das wäre das Schlimmste, wenn Mama und Papa dich nicht annimmt, oder? Das ist eine Katastrophe. Es ist wie ein Vulkanausbruch in deinem Innern. Ja, wo gehöre ich da noch hin? Wenn Mama und Papa nicht Ja sagt und dieses Ja-Wort der Liebe dir gibt als Kind, dann wächst du wie eine kleine Pflanze, freust dich, spielst und tollst rum mit den anderen Kindern, weil du weißt, Mama und Papa sagt Ja. Morgen gibt es wieder Frühstück, dann gibt es Mittagessen und die Mama, die wäscht die Kleider und alles Mögliche, oder? Und dann gehen wir auch mal gemeinsam irgendwo hin, haben Freude. Und abends betet sie mit dir und du weißt, Mama und Papa, das ist mein Nest. Da bin ich, da gehöre ich hin. Jetzt überleg dir mal, das bekommt ein Kind nicht. Was ist mit dem Kind los? So traurig. Sie wollen mich nicht. Ist das nicht furchtbar? Das kannst du dir gut vorstellen, oder? Das können wir nachspüren. Der wusste noch nicht, der kann ja Gott danken, aber dass du auch mal in der Weise es nachfühlen kannst, wenn du mal so Menschen triffst, die so verwundet wurden. Wie sie sind. Du kannst sagen, ja, du bist doch gut. Das sind manchmal Leute, die haben enorme Talente. Die sind toll in der Schule, aber sie haben dieses Zeug in sich. Und sie kommen nicht weg. Und Jesus will sie befreien, oder? Und schau, es geht ganz einfach. Jetzt überleg dir, manchmal sagen es die Eltern dann nicht. Und wer sagt es dir, dass du trotzdem gut bist? Wenn auch Mama und Papa das nicht gesagt hat oder die anderen nicht gesagt haben, wer muss es dir dann sagen, dass du doch wertvoll bist
und dass du doch gut bist und dass du einzigartig bist und dass du eine schöne Seele hast. Wer sagt es dir dann? Wer gibt dir diese Liebe zurück? Was denkst du? Ja, du hast noch einen Papa da oben im Himmel, der deine Seele gemacht hat. Das ist größer sogar wie dein Papa. Und diese Seele gehört allein ihm. Und die Seele hat nur der Vater, weil Mama und Papa sich liebt, Mama und Papa geschenkt, anvertraut. Aber das Eigentum ist es vom Vater im Himmel. Siehst du, wenn der Vater oben im Himmel sieht, ja, mein Kind, meine Tochter, hat die Liebe nicht bekommen. Jetzt muss ich sie ihr geben, damit sie leben kann. Damit sie Ja sagt und nicht immer Nein sagt zum Leben. Und ständig dieses blöde Gefühl und diese Botschaft der Gefühle und Emotionen eine andere Sprache sprechen. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich taug nichts, ich darf nicht sein. Das ist dann die Sprache innen drin, von den Gefühlen, verletzten Emotionen und Gefühlen, wo das Böse dann auch teilweise hinein sich einnistet. Und natürlich auch für die Mama, wenn die dich auch nicht wollte, hast du eine Mama im Himmel, das ist die große Mutter, versteht ihr, die auch hier in Heiligenkreuz so verehrt wird, wo ich auch die Vorlesung gehört habe. Ich habe ja ein Jahr hier studiert und dann abgeschlossen, die Theologie. Diese Mama schenkt es dir dann auch. Habe ich ganz oft erlebt, dass wenn man dann gebetet hat, jetzt kommt die Liebe Mariens für deine Mama hinein, die du von der eigenen Mama nicht bekommen hast. Und jetzt kommt die Liebe vom Vater in dich, was diese Menschen für Geschenke bekommen haben. Versuche es ja nicht, wenn du es nicht bekommen hast. Immer wieder einzufordern. Von den eigenen Eltern. Vielleicht sind sie auch schon gestorben. Manche gehen dann hin und tun alles und arbeiten sich fast zu Tode, pflegen und sie bekommen es doch nicht. Aber sie tun alles. Jetzt sag mir doch einmal, dass ich gut bin. Mach das nicht, sondern geh zu Maria und sie sagt dir, wie gut, dass du bist. Und wie liebevoll, und lass dich mal mit dieser Liebe Mariens, der Mutter, der Kirche, umarmen, dass die Liebe hineinkommt. Du musst sie bekommen, sonst läufst du rum mit einem Vakuum da innen drin und keiner füllt es auf. Nur die Liebe Mariens kann es auffüllen für deine eigene Mutter, weil es die Liebe Gottes ist, die sie in sich trägt. Und auch die Liebe des Vaters im Himmel für deinen Vater oder jetzt genauso in der Ehe, ganz, ganz wichtig, wenn vielleicht die Ehe auseinandergegangen sind, du hast dort Verletzungen, dort Verwundungen und Botschaften drin ohne Ende, dann lass dir, oft einmal kommen die, was sagst du, jetzt ist mein Mann weg, hat eine andere oder meine Frau weg und hat einen anderen, ich sitze jetzt alleine da, habe noch vielleicht die Kinder, irgendwie die ganze Last alleine, alles. Was sagst du? Das ist echt ein Problem. Was sagst du als Seelsorger? Du kannst immer noch sagen, ein Bräutigam hast du, der dich nicht verletzt. Und er kann dir das Zehnfache an Liebe geben, was vielleicht du vom eigenen Ehegatten und von der eigenen Ehegattin nicht bekommen hast. Er, haben wir schon ausprobiert. Genau in diesem großen Schmerz des Verlustes, dass Jesus das auffüllt. Er ist der Bräutigam unserer Seele. So gibt es immer eine Erlösung, eine Lösung aller Probleme. Wenn wir uns öffnen für das. Das haben wir schon so dermaßen gemerkt, wo du dann beim Segnen warst, dass auf einmal ein Strom in diesen Menschen hineingekommen ist von Gott selbst und er hat dieses Vakuum aufgefüllt. Und
kommst so jetzt in die Exerzitien auch, dass du sagst, ja, ich hol's nicht bei den Eltern, ich hol's nicht bei den anderen Menschen, du wirst sie alle überfordern, die können dir das nicht geben. Viele machen den Fehler, sie wollen es immer bei den anderen holen. Ey, du musst mir das geben, Mama, du musst mir das geben, Papa, du hast mir nicht gegeben. Oder du musst mir das geben. Nein, eben nicht. Sag das nicht. Du wirst alle überfordern, die hängen dann dran und manchmal kommen die anderen so und sagen, die saugen mich aus, die haben angetoppt und ich bin total fertig. Ich muss ständig alles auffüllen bei denen. Und das ist eben ein Fehler. Kennt ihr die Leute? Manchmal gibt es so Leute, die das nicht bekommen haben. Die docken an und dann saugen sie sich aus. Wie eine Schmarotzerpflanze, die machen das nicht mit so Absicht, sondern die sehen, dieser Mensch, der kann mir was geben. Ich habe es nicht bekommen. Ich muss was auffüllen. Da innen ist eine richtige Vakuum da drin. Das muss aufgefüllt werden. Und dann ziehen sie dich aus, dann ziehen sie alle Energie von dir weg. Jedes Mal, wenn ich mit den Menschen dann zusammen bin, so sagen es die Leute, bin ich total fertig. Ich muss mich zuerst mal erholen und heimgehen. Und wir müssen diesen Menschen sagen, wenn sie dieses Vakuum in sich tragen, lass es dir von Gott geben. Lass diese Liebe hineingießen von Gott. Such sie nicht bei den anderen. Du wirst jeden überfordern. Manchmal spüren wir das sogar als Seelsorger, als Priester, wenn wir dann diese Menschen haben und sie meinen, diese Priester, die geben es uns jetzt. Und dann hängen sie unter Umständen an uns und docken auch an und dann schaffen wir es nicht mehr. Wir haben nicht die Kraft. Wir müssen sie dann auf Jesus verweisen, auf Jesus werfen. Komm und wirf alle Probleme und Sorgen auf mich. Ich sage dir, Gott könnte nicht überfordern. Und Gott kann euch so viel Liebe geben für das, was ihr nicht bekommen habt. Das ist ganz wichtig, das ist elementar wichtig. Du musst voll der Liebe sein. Und warum darfst du voller Liebe sein? Weil keiner in den Himmel kommt, der nicht voller Liebe ist. Lass dich auffüllen. Such's nicht bei Menschen. Sehr, sehr wichtig. Deswegen kommen solche Dinge auch vor. Wärest du nur bei der Geburt gestorben, haben wir auch schon gehabt Fälle, wenn dann sowas auf dem Menschen liegt, das ist richtig heftig. Richtig heftig. Das ist wie ein Fluch. Normalerweise müsstest du sagen, du bist schön, wir sind so froh, dass wir dich haben, du bist für uns ein Geschenk. Ja? Und dann hörst du das, vielleicht beim Kaffee. Eigentlich solltest du nicht sein. Das ist wie ein Super-GAU da innen drin. Wisst ihr, diese Fehler machen wir als Menschen, können manchmal, in was für Situationen, wenn jetzt das Kind kommt, die Eltern machen. Gott macht den Fehler nicht. Der liebt uns immer. Mit den Menschen gehen wir zu Jesus. Wisst ihr, das ist etwas ganz Liebevolles. Wir haben immer eine Antwort. Immer können wir etwas geben. Manchmal ist es so, zum Beispiel, wenn so Botschaften manchmal drin sind, habe ich schon mal erlebt, in Kloster Brandenburg, ich wohne ja dort in einem Exerzitienzentrum, einem Kloster, da sind Heilungsgebetstage, die gehen jetzt schon 10 Jahre lang. Ich glaube, 4-mal oder 5-mal im Jahr kommen zwischen 100 und 150 Leute. Es bricht nicht ab, die Leute kommen, weil sie spüren, sie sind verwundet, sie brauchen Hilfe. Und Christus hat uns ja auch aufgetragen, dass wir das Gleiche tun sollen und ihnen helfen. Und dann kommen sie natürlich am Schluss, am Ende, und dann legen wir die Hände auf. Das ist der Dienst, den uns Jesus aufgetragen hat. Legt ihnen die Hände auf. Und dann ist Folgendes passiert. Das habe ich immer tief getroffen. Legte ich die Hände auf und spürte, wie eine Kraft ausgeht in diesen Menschen von mir. Ich habe gesagt, Jesus, was ist jetzt los? Was? Einfach so eine Kraft, versteht ihr? Das war einzigartig. Eine Kraft hinein in diese Menschen. Mich hat es fast selbst umgehauen. Aber dann war die Wirkung da.
Und dann hat dieser Mensch zu schreien begonnen, was er für einen Schmerz in sich hatte. Und Jesus hat es gesehen, beim anderen ist nicht passiert. Da ist nicht passiert nebendran. Und da auch nicht. Und da auch nicht. Aber er hat genau gesehen, bei diesem Menschen, da muss ich mit dieser Liebe hineinkommen, in diesen Schmerz. Und dann hat sie den Schmerz hinausgeschrien. Es war keine Besessenheit. So viel Schmerz drinnen abgelagert, dass Gott im Grunde diesen Staudamm des Schmerzes öffnen musste, dass es hinausgeschrien wurde. Vollkommen hinausgeschrien. Ja? Dass es hinausgeschrien wurde, gell? Genau. Und ich habe fast einen Gehörsturz bekommen. Das war eine Sirene. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was da abging. Ich bin erschrocken wie nur was. So ist einmal passiert, auf dem Boden ist jemand vielleicht ins Ruhen des Geistes, kann man kommen. Und wenn Jesus irgendwie was arbeiten will als göttlicher Arzt, dann gibt er manchmal so eine Teilnarkose oder Vollnarkose, kann man sein, oder? Ich sehe das ganz natürlich, total natürlich. Ich habe ja auch schon künstliche Hüftgelenke und ich hätte mich beschwert, wenn die mir keine Narkose gegeben hätten, einfach so operieren mit dem Skalpell kommen, da wäre ich davon gelaufen, vom Operationstisch runter. Und dann war ich da auf dem Boden, habe schon gemerkt, sie weint und habe die Hände aufgelegt. Jesus, lass es doch mal rauskommen, was sie da abgelagert hat. Und ich war ganz nah mit den Ohren bei ihr unten, habe mich runtergebeugt und dann kam eine Sirene heraus. Die Oberin noch hat auf dem Kirchplatz die Sirene noch gehört. Sagt der Pfarrer, wem, was ist da wieder? Sagt, beruhigen Sie sich, Schwester Oberin, das war ein Schmerz eines Menschen, der innen drin war, der rausgekommen ist. Na, ist sie glücklich gewesen. Und Jesus holt es heraus. Und er weiß genau, was dran ist. Er muss da etwas reingeben. Da kriegst du fast einen Hörsturz, oder? Tinnitus oder so. Weil das ist so eine Sirene wie ohne Ende. Weil Jesus genau weiß, was diese Person braucht. Das wissen wir nicht. Aber er ist voll des Erbarmens. Und er sollte eigentlich in dem Priester sein, oder? Dann geschieht auch was, weil wir können gar nichts tun, sondern er tut alles. Und dann geschieht es bei den Menschen. Das ist etwas, dann sieht er, was da abgelagert ist. Und manchmal kannst du wie ein Endlager sein, mit allem möglichen Zeug da innen drin. Und dann bist du traurig, was hier raus ist. Und es muss rausgehen. Zum Beispiel jetzt bei den letzten Exerzitien in Einsiedeln war es so, da ist auch jemand so ins Ruhen des Geistes und dann hat die habe ich gespürt, da ist wieder was drin. Und dann habe ich nur gesagt, das hättet ihr müsst sehen. Maria, du Schmerzensmutter, komm du jetzt und komm in diesen Schmerz dieser Frau hinein. Und dann hat sie sich gekrümmt und der ganze Schmerz innen drin hat sich entladen. Und Jesus, du als Schmerzensmann und nochmal, die sind wie Traumata und dann betete ich noch, komm, Jesus, mit deinen Traumata, deinen Schockzuständen, durch die Geißelung, durch die Dornenkrönung, durch deine Ablehnung, die du bekommen hast, komm in diesen Schmerz hinein, in diesen Abgrund. Das hättet ihr müssen sehen, was da vor den Augen abgegangen ist, was Jesus sofort getan hat, wenn er so betet. Müssen wir das nicht tun als Priester, oder? Heißt doch so. Er heilt alle Krankheiten und Leiden in den Menschen. Müssen wir es nicht tun? Wenn wir es sehen. Wir tun nur das, was Jesus tut. Und das will er tun. Aber er gibt Zeichen, wenn das im Menschen ist und auf einmal es hochkommt, es sich zeigt und du betest einfach ganz liebevoll. Das hat mit Exorzismus nichts zu tun. Nur liebevoll. Jesus, komm und leg diesen Schmerz in deinen Schmerz, als Schmerzensmann. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt, durch seine Schmerzen, durch seine Traumata, Schockzustände, alles, was im Menschen sein kann. Ja, ich sag's euch, da brauchst du nicht mehr erzählen und hunderte Vorträge. Wenn sie ihn so erfahren haben, ihren Jesus, die lassen die ganze Botschaft hinein.
Für mich der beste Werbespot und die beste Reklameveranstaltung für den lieben Gott. Denn er unterstützte durch Zeichen und Wunder, die er geschehen ließ, dass er das berührt im Menschen. Unterstützte die Verkündigung des Evangeliums. Und wir machen es nicht mehr. Ich denke mir als oft, wenn wir so nicht beten würden. Einmal kam ein junges Mädchen, überlegte die Mama und sagte, du, wenn wir streiten, Papa und Mama, dann geht das Kind immer in das Zimmer und geht unters Bett und versteckt sich. Was ist denn das, Herr Pfarrer? Es gibt mal acht, muss genau zuhören. Und dann war auch so eine Situation, dass eben das kleine Kind, wo es im Schoß von der Mama war, und zu der Zeit hat Mama und Papa auch viel gestritten. Und dann dachte das kleine Kind, ich bin schuld. Und wo es dann größer war, vielleicht so 8 Jahre oder so, 9 Jahre oder 10, dann war es so, dass das, wenn Mama und Papa gestritten haben, dass es wieder unter das Bett gegangen ist, ich bin schuld. Und so ist die Mama dann zu mir gekommen und ich fragte die nächste Frage, wie war das in der Schwangerschaft? Oh, wir haben gestritten. Und da ist das Kind gekommen und ich habe fürs Kind beten dürfen, dass diese Verwundung im Mutterschoß, versteht ihr, wo Mama und gestritten haben, wo das Kind wahrscheinlich Angst hatte, will mich jetzt Mama oder Papa noch? Die streiten nur und die lieben sich nicht mehr und es tut dem Kind nicht gut. Das tut weh, stimmt's? Es tut ja auch weh, wenn Mama und Papa sich streiten. Aber das bekommst du schon im Mutterschoß mit. Und dann, wenn sie dann streiten, wo du jetzt schon 10 Jahre alt bist, da kommt die Erinnerung wieder hoch aus dem Mutterschoß, ich bin schuld. Und dann haut das Kind ab und geht unters Bett. Und genau dort habe ich ihn gebetet und habe gesagt, Jesus, komm in diese Verwundung, in diese Angst, dass Mama und Papa streiten. Komm hinein. Und dann sind die Tränen gerade runtergelaufen und dann hat das Kind sogar Jesus sehen dürfen. Und nachher, so ist es einfach bei den Kindern, ganz einfach, nachher ist das Kind weggesprungen, hat gespielt und die Heilung erfahren innen drin. Ihr müsst es aus der Liebe verstehen. Und dann reicht es manchmal so, dass wir liebevoll da hineinbeten. Einfach liebevoll. Das hat mit Exorzismus oder sonst irgendwas nichts zu tun. Gott sei Dank, ich bin sehr, sehr froh, versteht ihr? Wir sind jene und die Priester dürfen Heilungs- und Befreiungsdienst machen, genauso. Und die Liebe, sage ich euch, ist der stärkste Exorzismus. Weil dort, wo die Liebe ist, hält es der Böse nicht aus, stimmt's? Das ist Liebe. Und die hat er halt nicht mehr. Gell? Und stell dir mal vor, und dann hat das Kind wieder gespielt, dann war es ganz anders. Und dann war das weg. Jetzt überlegt ihr, wenn wir Priester nicht beten, was wäre das? Wäre das gut? Wenn wir den Menschen nicht helfen, oder? Das ist doch klar. Siehst du, so sind wir unterwegs und dann lernen wir immer mehr, wo die Verwundungen im Menschen sein können. Und genauso wie das Kind jetzt hatte, ich bin schuld, wenn Mama und Papa streitet. Deswegen war das drin. Das hat das Kind immer weggebracht. Und nachher war es weg. Das ist eine Fixierung und Festsetzung. Das ist eine falsche Botschaft, oder? So komisch. Ich bin schuld. Das muss weg. Das muss raus. Manchmal muss ich so wie zu einem kleinen Kind sprechen, dass ihr alles versteht. Versteht ihr das Alten jetzt auch, gell? Ganz einfach. Es ist eine Sprache der Liebe, dass du es verstehst. Und dann hinein. Und dann kommt die Liebe hinein. Okay, oder dass sie mal gesagt haben, du bist ein schwarzes Schaf, du bist ein kleiner Satan, manchmal so. Oh, das ist gerade nicht so gut. Dann öffnest du ja, dass das Kind schlecht ist und es ist nicht gut. Die Aussprüche der Eltern, die können ganz schön was bewirken. Vielleicht gerade, wenn vielleicht
das Kind einiges anstellt, oder? Und dann rastest du aus. Und es kommt irgendwas, wo nicht gut ist. Einfach eine Festsetzung fixieren und dann hängt es drin. Das ist einfach nicht gut. Oder du bist ein Teufel, hätte ich dich nie bekommen. Du hast das Böse in dir. Das habe ich auch schon mal erlebt, du. Da sind die gekommen. Beten Sie den Exorzismus, Herr Pfarrer Fiem. Beten Sie den Exorzismus. Ich habe nur die Hände aufgelegt. Du bist doch nicht besessen. Also horch einmal. Wer hat dir das gesagt? Und dann kam das raus, dass die Mama das gesagt hat, du hast das Böse in dir. Die glauben dann dem, dass das Böse in ihnen ist. Mehr. Wie wenn du sagst, das ist echt heftig, wieso Fixierungen, Festsetzungen drin sein können im Menschen, wo die dann sagen, ständig Angst haben, dass sie das Böse in sich haben. Das ist furchtbar. Und das muss raus, das muss entlarvt werden, dass du frei wirst in Christus. Ja? Dass Christus herrschen kann in all den Fixierungen, Programmierungen, Festsetzungen, in all dem, was da im Menschen drin ist, und er dich hineinführt in die wahre Liebe zu sich. Auch wenn manchmal Mama und Papa und das Umfeld egal und Ehegatten versagt haben, Gott ist größer. Oder Gott könnte mich nie lieben oder annehmen. Siehst du, Gott, weil sie die Ablehnung von den Eltern empfangen haben und dann sagen sie, der da oben, der kann mich auch nicht lieben. Der kann mich auch nicht lieben. Das ist manchmal so stark drin und wir sind blockiert und dann haben wir ein falsches Gottesbild. Kein gutes Gottesbild, kein liebendes Gottesbild. Verstehst du, manche kommen, die sagen sogar, ich habe Angst vor meinem Vater in einem Zimmer zu sein, weil er vielleicht tyrannisch und unterdrückend, unterjochend, versklavend, manchmal kann das auch bei den Müttern so sein, dann steckt es dermaßen drin. Du kommst nicht weg. Und doch sehnt sich die Seele und schreit die Seele, ich will in dieser Liebe sein. Ich will doch nicht so rumtingeln da unten auf dieser Erde und ständig in diesem blödsinnigen Gefühl zu sein, ich bin nicht gewollt, ich bin nicht angenommen. Du wirst angenommen sein. Ist ja doch, wenn ihr untereinander zusammen seid und angenommen seid in Freundschaften oder wenn wir Priester untereinander sind und einer den anderen annimmt, ja, dann kriegst du fast nicht mehr auseinander, oder? Und das geht doch bei euch genauso in der Familie und so. Dort, du gehst dorthin, wo du auch angenommen wirst. Ja, Jugendlichen, oder? Du gehst dorthin, wo du einfach so angenommen bist, wie du bist, oder? Nicht, dass du dich verstellen musst und sagst, hey, ich habe jetzt ständigen Stress, ich muss mich so verhalten, wie die anderen denken, dann nehmen sie mich an, wenn ich so bin, wie sie wollen. Oh, das ist ein Stress. Das ist ein Stress. Sondern, dass ich in einer Gemeinschaft so sein kann, wie ich bin, wie ich jetzt bin, vielleicht auch noch verwundet, verletzt und mit allem Möglichen, aber sie umarmen das trotzdem und das macht auch Gott. Das macht Gott. Das ist toll. Dann kannst du dich annehmen, sogar noch mit all den Fehlern, wenn auch nicht alles aufgeräumt ist, innen drin. Weil es so Gott macht. Wir müssen ja immer beim Evangelium bleiben. Oder ich bin fehlerhaft, oder manchmal so, wenn gesagt wird, mit dir stimmt ja eh nicht was, gell? Dann ist die Botschaft drin, mit dir stimmt was nicht. Und die laufen rum, bei mir stimmt was nicht. Und die wühlen wie eine Wühlmaus in der Vergangenheit rum, irgendwas stimmt bei mir nicht. Es ist doch irgendwas da. Die rennen von einem Heilungskurs zum anderen. Und wollen Befreiung, Heilung. Mit mir stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Ich sag's euch mal, was mir passiert ist. Ich habe auch so eine Geschichte. Und ihr wisst ja, wie das heißt so bei der Taufe, wo dann bei der Verklärung auf dem Berg. Und dann sagt die Stimme aus der Wolke, du bist mein vielgeliebter Sohn. An dir habe ich mein Wohlgefallen. Auf ihn müsst ihr hören.
Und ich dachte mir so, Mensch, das wäre es auch mal was, oder? Wenn das mir der Vater sagen würde, dann könnte ich mal endlich gut da sein auf dieser Erde. Und ich war so im Gebet und war versunken in mich und traurig. Ich bräuchte das eigentlich. Da fehlt noch was. Und war richtig so voll im Gebet drin in der Kirchenbank und auf einmal höre ich die Stimme aus mir heraus. Ich habe ihn jetzt gerade empfangen gehabt, versteht ihr? Oh, so weit weg. So weit weg. Da war also noch was drin, was geheilt werden musste. Dann höre ich die Stimme. Und das ist schon mal klasse, was er jetzt gesagt hat. Du bist mein geliebter Sohn. Er hat nicht gesagt, du bist mein viel geliebter. Das gilt nur für Jesus. Aber mir hat schon gereicht. Mir hat schon gereicht. Und das hat reingeschlagen wie eine Bombe in all das, was ich nicht richtig mitbekommen habe. Und wo noch eine Verletzung unten drin war. Versteht ihr, mein Papa ist auch ein Kriegskind. Und die sind sehr verwundet gewesen, versteht ihr? Und da war noch eine Verwundung wahrscheinlich vom Papa. Weißt du, sein Papa ist erschossen geworden von den Russen und da sind viele Verwundungen gewesen. Und das war wahrscheinlich in mir noch. Ha? Jetzt muss ich ihn wirklich loben und ich liebe ihn, mein Papa. Jetzt hat er am Geburtstag, habe ich die Messe für ihn gelesen, er ist schon gestorben, mit 92. Da habe ich gespürt, wie er von oben herunter bei der Messe mir Sachen gezeigt hat. Wirklich im Geiste gezeigt hat, wie sein Fehler eine Auswirkung in meinem Leben hat als Priester. Und ich konnte mich noch mehr versöhnen, ich habe mich ja schon versöhnt. Und dann wird es aufgearbeitet, sogar über den Tod hinaus. Und ich habe richtig gespürt, jetzt geht was ab. Jetzt geht was ab. Jetzt bin ich selber dran. Und dort war ich auch dran. Wisst ihr, wie schwer das ist mir fiel, dass ich mal das angenommen habe. Du bist mein geliebter Sohn. Und das war als Priester. Und ich arbeite ja ständig für ihn. Aber das war so tief in mir drin, dass ich noch nicht würdig bin. Und noch die Verletzung so groß in mir ist, dass ich es nicht annehmen konnte. Dass ich verstehst, dass er mich richtig liebt. Und das war's. Das werde ich nie vergessen. Du bist mein geliebter Sohn. Er ist der Vielgeliebte. Da bin ich vollkommen einverstanden. Er ist der Vielgeliebte. Aber mir reicht schon, wenn er sagt, und ich sage, wenn er zu dir sagt, du bist meine geliebte Tochter. Wow. Wisst ihr, das brauchen wir. Und das meinte ich, das muss aufgefüllt werden. Und da weiß der Vater ganz genau und hat die Sehnsucht gesehen, auch in mir als Priester. Ich muss das einfach so sagen, ich traue mich da, ich bin genauso wie ihr, ich sitze im gleichen Boot, wir sind zusammen unterwegs und Gott handelt an uns, wie es in meinem Leben auch geschehen ist. Und ab dort hat sich etwas verändert, ich konnte es immer mehr annehmen. Und du lebst aus der Liebe, du bist da ganz anders unterwegs. Da strömt etwas hinein und du hast eine Verbindung zu deinem Vater. Du tingelst da nicht rum und machst so deine Sach irgendwo und deine Frömmigkeit, wo du Gott so deine Leistung bekommst, da hast du, jetzt bist endlich zufrieden. Ja, manchmal ist ja so katholisch, du musst, du darfst nicht, du sollst. Eine Leistung. Aber es ist noch kein Liebesverhältnis. Gott will ein Liebesverhältnis. Er hat dich als Sohn und Tochter angenommen. Ich sag's euch, ich bin so ein harter Brocken. Bei mir hat es ganz, ganz lange gedauert. Und ich will, dass ihr euch auch aufmacht und genau das, dass das weggeht. In euch. Und dass das aufbricht. Und was kann er aus dem Menschen herausholen, wenn diese tiefe Beziehung, Liebesbeziehung mit deinem Vater im Himmel und mit Jesus Christus anbricht, wo so viele furchtbare Dinge in dir sein können, die das blockieren. Er ist Studenten, total wichtig, wenn er da irgendwie rausgeht und Richtung Priestertum geht.
dass das mal anbricht. Dass du weißt, du bist ein geliebter Sohn. Schau mal, genauso in der Ehe, wenn du für die Ehe berufen bist, dass du das annimmst, du bist eine geliebte Tochter. Und dann kannst du dich auch verschenken, deinem Mann. Weil viele haben das Problem, wenn sie gesagt bekommen, du taugst nichts, du kannst nichts, du bist nichts. Du bist fehl auf dieser Platz, du bist keine Gabe für diese Welt, kein Geschenk für diese Welt. Wisst ihr, was dann dieser Mensch macht? Der versteckt sich, weil es ist ja eine Zumutung für den anderen, dass sie mich ertragen, ich bin ja nichts wert, weil sie das glaubt. Ich bin eine Zumutung. Wenn du aber in dir hast die Botschaft, du bist geliebt, da bist du ein Geschenk für den anderen, du verschenkst dich in Liebe und bist eine Gabe für den anderen, ein Geschenk. So wie das Geschenk herabgekommen ist, meine Lieben, hier auf die Erde in Jesus Christus. Das ist das Geschenk. Siehst du, dieses Geschenk, das bist du. Ja? Das Geschenk für die Welt. Aber es können viele Irritationen drinnen sein. Und das muss rausgearbeitet werden, weggehen, damit diese unheimliche göttliche Liebesbeziehung, diese ist so gewaltig. Das habe ich selbst verspürt, da war ich vor dem Allerheiligsten und dann kniete ich da, da kam aus der Hostie heraus ein Strom der Liebe und ich sagte zu Jesus, ich halte es nicht mehr aus, hör auf, ich schaff's nicht mehr, ich halte deine Liebe nicht aus. Liebst du mich wirklich so? Das habe ich selbst erlebt. Liebst du mich wirklich so? Und wir können unterwegs nur so sein in dieser Erde, dass du diese Liebe annimmst. Sehr, sehr wichtig, dass du Ja sagst und Mama und Papa Ja sagt. Und das vergeben wir. Dann bist du umso wertvoller, weil du das Dunkle auch mal in der Weise vielleicht mitgemacht hast, wenn du so verwundet wurdest dann, und in diese Heilung hineingeführt wurdest. Du kannst so vielen helfen, die in ähnlicher Situation sind, dass du es nachfühlen kannst. Dass du dich einfühlen kannst, was da geschehen ist. Oder du wirst allein gelassen, das kann auch mal passieren. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Oft einmal ist es so, dass die Botschaft in den Jungen drin sind, wo der Papa zum Beispiel weg ist oder die Mama, meistens der Papa weg ist, dass sie die Freundschaften, die anderen sofort krallen und so eng bei sich haben, sie kontrollieren, sie überwachen, weil sie ja schon im Mutterschoß verwundet wurden, der Papa ist abgehauen. Und weil sie nicht noch einmal so tief verletzt werden wollen, hältst du den Freund wie in einem Kerker, wie unter einer Glasglocke. Du gehörst mir und ich kontrolliere dich. Ich will nicht mehr verwundet werden. Ich würde es nicht mehr aushalten, dass ich nochmal verwundet werde. Wisst ihr, was dann dieser Freund macht? Der haut ab und sagt, hey, ich halte es nicht mehr aus. Das ist mir zu eng. Ich will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Da gehe ich kaputt. Ich werde nur kontrolliert. Und da ist unten drin diese Verwundung, wenn das passiert ist. Weil diese Angst, wieder zu verlieren, wieder, dass er weggeht, das halte ich nicht aus. Das müsst ihr aus der Liebe verstehen. Und da gibt es ganz schön einige, die so unterwegs sind. Ja? Sehr, sehr wichtig. Okay, oder wenn Gewalt ist, überlegt euch mal, wenn Gewalt ist, was dann ist, dann kommt es wirklich so raus, dass die Gewalt, wie ich es erzählt habe, so tief in den Kindern geschrieben ist, zum Beispiel in der Schwangerschaft ist die Gewalt. Wie ich es auch gesagt habe. Wenn du nicht die,
die Brust bekommen hast von der Mama, dass du kannst auch nachher dann diese Muttermilch von Maria bekommen und an die Brust Mariens gehen, geistigerweise, um diese Liebe zu bekommen. Es gab ja eine Zeit, wo man die Kinder nicht an die Brust genommen hat. Ja, ganz wichtig, das weiß man heute. Oder aus dir wird nie was. Aus dir wird nie was. Alles, was sie anfassen, haben sie nur Angst, dass es nichts wird. Weil diese Botschaft drin ist. Gebt das wirklich ab. Da wären wir frei in Christus. Genau. Jetzt haben wir den ersten Teil. Jetzt müssen wir, glaube ich, so eine Pause machen. Wir sind schon ein bisschen drüber. Dann werden wir beten kurz. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich und wir verherrlichen dich, dass wir das so gut verstehen durften und dass wir es mit dem Herzen verstehen. Weil das Christentum ist etwas Großartiges. Gott ist gekommen, um uns aus all dem zu befreien. Na, das ist doch was, oder? Die Jungen würden sagen, das ist cool. Das ist krass. Ist der wirklich so, unser Gott? Oder? Wir haben jetzt mit 40 Jugendlichen, über 40, 50 Jugendlichen, über Silvester haben wir einen Kurs gehabt. Ich sag's euch, dann war das so, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, dann haben wir gesegnet und das Motto war, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und dann ist sogar über uns Priester gekommen, haben wir gelacht. Also wir haben das Lachen im Geiste bekommen, haben die Jugendliche angesteckt, hat die ganze Kirche gelacht. Stell dir mal vor, Gott hat das Motto voll krass umgesetzt. Absolut krass. Und dann haben die gelacht und vor uns sind Jugendliche, also echt junge, so 20, über 20-Jährige, vor allem haben sie eine Heilung erfahren. Voll innerlich. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben uns Priester umarmt. Und ein Junge, der war am Anfang, da war das noch nicht, gell? Es ist dann so während des Segnens passiert, dann kam er zu meinem Kollegen und sagte, könntest du mich auch mal umarmen? Den hat es so berührt, so innerlich berührt. Und er hat diese Liebe nicht bekommen vom Papa. Dann sagt er zu meinen Kollegen, könntest du mich auch mal umarmen? Vielleicht nochmal eine kleine Geschichte für die Älteren. Da war bei einem Exerzitien, dann sagte mir der ältere Mann, der war in der ersten Reihe, wie Sie gesessen, in der ersten Reihe, und da kam er auf mich zu. Herr Pfarrer Fiem, die Vorträge, nichts hat es mir gegeben. Die Heilungsgebete hat mir nichts gegeben. Die heiligen Messen haben mir nichts gegeben. Jetzt, Herr Pfarrer Fiem, jetzt, beim letzten Vortrag, hat er mich berührt. Ein Mann mit 80 Jahren ist wahrscheinlich treu immer unterwegs gewesen. Hat das Christentum gelebt, ist am Sonntag in die Kirche, aber nie eine persönliche Beziehung zu Gott erfahren. Dass er mal geliebt wird, weil er wahrscheinlich zu war durch die Kriegsgeschehnisse und vielleicht die Erziehung. Und dann im letzten Vortrag hat Gott genau das durchbrochen. Und dann waren 80 Leute hinten dran gesessen und er weint wie ein kleines Kind vor mir, beugt sich über den Tisch. Jetzt, Herr Pfarrer, jetzt spüre ich es, dass er mich liebt. Wisst ihr, was das für ein Zeugnis ist? Wir dürfen nicht ein Christentum in der Weise verkünden, wo diese Liebe nicht vorkommt. Wir sind von der Liebe erschaffen und für die Liebe bestimmt. Und unsere Berufung ist die ewige Liebe in Gott. In Gott. Dort oben wird ewige Liebe sein. Und das dürfen wir einüben. War das ein Zeugnis? Und das sehnt sich jedes Herz, oder? Das stimmt doch. Gell? Das sehnt sich jedes Herz danach, dass er das mal erfährt. Auch ihr Jungen, wenn er das erfährt.
dass er nicht so rumtingelt. Und dann, wenn man keine Liebe bekommen hat, dann geht man in Drogen, dann geht man in Sexualität, dann geht man in Ersatzdrogen, dann geht man in Befriedigung, dann geht man in Pornografie oder sonst irgendwo hin und will sich eine Ersatzliebe geben lassen und zieht sich das rein, vielleicht manchmal durch Essen, durch Fahren und dann macht man K.O., Saufen oder sonst irgendwas und Ecstasy und weiß was für Drogen, und weil man da unten das nicht aushält, man hält es nicht aus, da ist so etwas drinnen, was dich blockiert und wo dich nicht frei werden lässt, wo du nicht geliebt bist. Da steckt ja das drin, in der Sucht. Nach was suchen sie eigentlich? Nach Liebe, nach Annahme. Meine Lieben, dazu ist Gott gekommen, dass er uns zu so Liebenden macht. Das ist Christentum, nicht, dass ich euch sage, du musst, du darfst nicht, du sollst. Meine Lieben, die Botschaft ist so, wie heißt es in der Schrift? Seht, wie groß die Liebe des Vaters ist. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Er hat uns angenommen in Jesus Christus. Was ist das Großes? Das ist Christentum. Da hört nämlich alles auf. Jeder Krampf hört auf. Und wir kommen in diese persönliche Beziehung. Unser Christentum ist ausgerichtet auf eine Person, die uns den Vater offenbart, dass der Vater uns annimmt und liebt. Und wir nicht mehr so rumtingeln, auch wenn wir was für Geschichten haben. Und ich sage es euch, das ist der stärkste Exorzismus. Die Liebe ist der stärkste Exorzismus, da muss der Böse weichen. Lasst das in euch hinein. Das ist vielleicht eine Quintessenz von all dem, wo man jetzt unterwegs sein kann. Pater Bernhard ist ja da, ist mein Lehrer hinten. Herzlich willkommen, gell? Er ist mein Lehrer. Und da habe ich es ja wirklich kennengelernt bei ihm, dass man einem Vater begegnet, der ihm liebt. Und jeder Priester soll ein Vater sein, wo im Grunde auch, deswegen sagt man auch im Englischen Vater, weil der Vater im Priester ist, Christus im Priester, im Heiligen Geist, dann begegnest du dem dreifaltigen Gott. Und der kann alles. Durch die Sakramente kann er den Mensch wieder zurückholen. Und das, was er nicht bekommen hat, das gibt dir Gott. Sei jetzt in den Exerzitien wirklich so unterwegs. Mach dein Herz auf. Und wenn das so Dinge sind, wir gehen noch weiter im zweiten Vortrag. Wisst ihr, der Pfarrer Fiem, der erzählt immer zu viel. Er erzählt immer so viel. So wie der Pater Bernhard nach einer Dreiviertelstunde bei dem er ist mein Primizprediger, nach einer Dreiviertelstunde sagte er, jetzt komme ich zum letzten Punkt. mein Ortspfarrer ist schon auf dem Stuhl rumgerutscht, auf der Sedilie rumgerutscht, gell? Und er predigte über den Pfarrer von Ars. Er hat es toll gemacht, echt, superklasse, die ganze Kirche mitgerissen. Und dann sagt er, eines sage ich dir, Werner, du musst dem Teufel die Seele entreißen für den lieben Gott, weil er liebt sie so. Sag ihnen die Sünde ins Gesicht, wie es heißt, sag ihnen die Sünde ins Gesicht, aber voller Liebe, damit sie umkehren und ich sie heilen kann. Gott will euch heilen. Und wie sehr braucht diese Welt, wo die Liebe erkaltet ist, diese Liebe Gottes. Das ist das Christentum. Das sage ich mit meinem ganzen priesterlichen Herzen. Das habe ich gelernt bei dir. Da bin ich dir sehr dankbar. Ja, da hat er auch Freude, gell? Wir sind immer verbunden miteinander. Genau. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, auch der Pater Bernhard segnet mit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.